Josmochosen oder Re hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge, zu dieser Special-Folge Fun for Games mit dem Sven. Servus. Alles gut? Ja. Alles gut. Special, weil ich habe jetzt eine Woche Urlaub und ihr wisst, in meinem Urlaub mache ich gern Special Sachen. Wir fahren somit heute zum Vincent in die Nerdzentrale. Vorher gehen wir zu meiner Mama ein bisschen frühstücken, denn es liegt auf dem Weg. Ne? Und eben gerade war ich auf dem Flohmarkt mit Sven. Ist jetzt nicht wirklich viel los, so drei Reihen waren das. Ich habe jetzt auch kein Footage, sorry, weil, ne? Einfach zu wenig. Es war einfach zu wenig. Ich habe einen Stand mit PS4-Games gefunden. Nichts dabei, was ich wollte. Ich habe einen Stand mit zwei PS4-Pads und einer Ladestation. Sie wollte nur 15 Euro dafür, aber der Overall-Zustand war dann nicht so cool, fand ich. Habe ich auch liegen lassen. Aber was ich gefunden habe, ist diese schöne Adidas-Jacke. Und ja, ich werde sie nochmal waschen, bevor ich sie wirklich anziehe. Aber für einen Zwanni dachte ich, ey, nimmst die mit, ne? Ja. Das Sven hat auch gleich gesagt, das passt gut mit deinem Gelb. Ja, passt auch. Und er wollte zuerst 30. Ja. Apropos Pfand. Freunde, ich habe drei Säcke Pfand abgegeben. Ich weiß, die letzte Folge ist ein bisschen länger her. Aber es war Absicht. Ich wollte so viel wie möglich heute da pfandmäßig am Start haben. Und wir haben 57 Euro Pfand. Und die schaue ich, dass ich die beim Vincent in der Nerdzentrale verbrate und ich kann gleich sagen, da wartet was ganz Geiles auf mich, denn ich habe einen ziemlich geilen Deal eingefädelt, so, dazu später aber mehr, bleibt auf jeden Fall dran, das ist wirklich mega und es kommt etwas in meine Sammlung, was ich noch gar nicht habe. Hatte ich mal, aber jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt, wie gesagt, zu meiner Mama, kurz das Frühstücken, dann zu Vincent und dann schauen wir weiter. Habe ich schon irgendwas vergessen? Nein. Gut. Mir kommt sofort, hätte ich irgendwas vergessen. So, jetzt ist mir eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, ich würde mir gern von dem Geld das neue Zelda kaufen, das Tears of the Kingdom. Und der Vincent meinte aber am Anfang der Woche, dass er keins mehr da hat. Vielleicht habe ich Glück und er hat wieder eins da. Und es wird heute ein Gewinnspiel geben. Oh. Ja, der Vincent hat nämlich... Ich weiß nicht, was er hat, aber der Vincent will was verschenken für euch. Also dranbleiben und dann seht ihr, was es von ihm gibt dann und wie ihr mitmachen könnt und überhaupt. Tschüss. Tschüss. Neu sammelt Pfand für Games with you. Voll gegenrennen können, weißt du? Ist die Kamera kaputt. So Leute, kleine Impression von der Nerdzentrale habt ihr jetzt bekommen. Wir haben jetzt 13 Uhr und ich muss aber bis 15 Uhr warten, bis der Vincent dafür eine Stunde zumacht, weil er den Laden dann umbaut für, glaube ich, Yu-Gi-Oh! Spiele mit Karten und so. Und Wir schauen Kinder zu.
Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt was essen. Uns wurde ein Burgerladen empfohlen, der heißt Five Guys. Und daneben ist auch ein Saturn. Ja. Also heißt es vielleicht ein paar Schnäppchen. Ja, vielleicht. Ich kann euch schon mal sagen, ich hab 3-4 Dinge auf meiner Maybe-Pile beim Vincent. Sehr coole Sachen. Also mein Pfandgeld werde ich auf jeden Fall los. Ja, das sind echt coole Sachen. Er hat auch ein paar Sachen, ja. Die zeigen wir euch auch. Wie gesagt, ich weiß nicht, habe ich es schon gesagt, es wird ein Gewinnspiel geben. Hast du schon gesagt, ja. Was es ist, müsst ihr dann schauen, also schön dranbleiben. War noch irgendwas? Genau, wir gehen jetzt in Saturn. Nein, zuerst zum Burgerladen, hast du gesagt. Genau, weil ich muss aufs Klo. Danach wahrscheinlich nochmal. Fäkalhumor will hier niemand. Dazu müsst ihr zum Jansl. Also, einen guten. Doch nichts mit Five Guys, das war... Sven hier ein bisschen zu teuer da drin scheinbar. Ja, weil ich nicht viel esse und dann ist es mir zu teuer für 10 Euro für einen Burger auszugeben. Entschuldigung, aber... Ja, gut, ich stecke auch mal zurück. Ich hätte jetzt kein Problem gehabt damit. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt zuerst in den Saturn. Wir sind doch schon da und dann schauen wir beim Asiaten oder so. Ist das genehm? Ja. Asiate? Ja, Asiate geht vollkommen. Okay, also Saturn. Oh, das ist kein Eingang. So. Warum ist das kein Eingang? Das ist kein Eingang, das ist nur dann. Wahrscheinlich da. Dann haben sie doch. Ah, doch auf die andere Seite. Okay. Dann haben sie doch richtig gelegen. Ja, doch, ja. Egal, bis gleich. So, Freunde, wir sind zurück aus dem Saturn. Ich habe jetzt keine Aufnahmen, weil uns beim Rausgehen darauf hingewiesen wurde, wir sollen hier drin nicht filmen. Okay, respektiere ich, deswegen keine Innenaufnahmen vom Saturn. Ich habe mir jetzt aber trotzdem was mitgenommen. Eigentlich habe ich gehofft, dass der Vincent das in der Nerdzentrale hat. Das wäre nämlich mein Fun for Games. Hätte vielleicht, also wenn das neu da gehabt hätte, hätte ich noch 3 Euro draufgelegt. Es geht um Zelda Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Was hast du heute? Mir schimpft immer, wenn ich falsch ausspreche, aber er selber machen. Tears of the Kingdom, egal. Das Ding ist, krass, ne? Ich habe Vollpreis für ein Zelda-Spiel ausgegeben. Ich gebe selten Vollpreis für Games aus, aber Breath of the Wild hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber ich habe 70 Stunden hinter mir. Also ich habe damals 70 Stunden reingesteckt und das heißt schon einiges. Und ich habe gehört, hier kann man feuerspuckende, fahrende Penisse bauen. Deswegen nehme ich mir das mit vom Vollpreis. Ja, viel Spaß. Ja, geil. Also ich habe ja nächste Woche Urlaub und das ist meine Urlaubsgönnung. Aber es wird sich noch ein bisschen was in der Nerdzentrale gegönnt. Ne? Aber wir müssen immer noch was zu essen holen. Das suchen wir jetzt. Vielleicht asiatisch. Ja. Oder? Asiatisch? Ja, bitte. Asiatisch. Ja. Aber 10 Euro für einen Burger ist zu viel, aber für... Ente geht immer. 10 ich Euro? Ich liebe Ente. Und mir ist es egal. Bei Ente kenne ich keinen Spaß. 10 Euro. Geht, plötzlich geht's. Ja, Ente. Vincent hat extra zugemacht für mich. Nein, er macht immer um 15 Uhr. 15 Uhr mache ich zu, 16 Uhr wieder auf zum Kartenspielen. Okay. Ist es dann, ist Pause jetzt? Eigentlich. Jetzt ist Pause, ja. Okay. Dann machen wir das hier schnell. Also, wo fange ich an? Mit Sven seinen Sachen. Der hat sich nämlich auch ein paar Sachen gegönnt. Und zwar einmal Naruto-Lektüre. Was ist das? Rock Lee? Ja? Liest man das auch von rechts nach links? Mhm. Ja? Mhm. Ah, okay. Naruto, was sonst? Dagon? Dragon. Dagon? Dragon. Wo ist da ein R, bitte? Da ist kein R, das heißt Dagon, wenn schon. In den Büchern würde mit R geschrieben, aber egal. Also ich glaube jetzt, Rhea hat recht. Schau, hier steht's, Dagon. Ich hab's nicht gesehen.
kann es okay. nur so lesen. Was ist das? Ein Point-and-Click? Nein, das ist ein das Film. Ist ein Film, mein Ach, ist ein Film? Über okay. Lovecraft. Oh, ich dachte, es wäre ein PC-Spiel. System-DVD-Player? Sind die neu? Nee, gibt's schon lange. Echt? Da muss ich mir auch einen holen. Gehen da auch PlayStation 4-Spiele dann? Gehen auch, aber laufen nicht. Ja, das ist interessant. Generation Zero, ich kannte das nicht. Sieht nach einem First-Person-Shooter aus. Ist es auch. Ist das irgendwie... hat das eine Kampagne? Oder ist ja. das mehr so online? Es ist online, man kann es aber auch in Kampagne spielen. Also Online-Kampagne. Und da geht es darum, dass in Schweden eine Roboter-Invasion passierte. Ah. Das spiele ich immer mit meinem Papa zusammen. Cool. Habe ich bei dem Land auch vermutet. Okay. Das erste Land, wo das passiert. Und einmal die... das ist DVD. Das ist das auch. Das, das ist auch dieses DVD. Neue Format DVD. Und hier haben wir Inuyasha-Box. Die Inuyasha-Box. Ne? Die erste Box. Schau, mit ganz hässlichen Fratzen. Kein Geschmack, der Sven grinst gerade über alle vier Backen. Weißt du, darüber lästern, ich weiß, was du dir rausgesucht hast, darüber lästern, aber dann Sachen mit nackten Männern kaufen. Was? Okay. Ach so, ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Ah, und das hat der Vincent dem Sven noch geschenkt. Fürs Töchterle habe ich gesagt. Ja, schön, oder? Gut, das waren dem Sven seine Sachen. Freut mich, dass er was gefunden hat hier. Aber beim Vincent, also wer nerdmäßig unterwegs ist und ohne Scheiß, also Nerdzentrale ist absolut perfekt. Wobei ich habe vorhin gesagt Nerdengzentrale, weil ein bisschen enger hier geworden, seitdem ich das letzte Mal gekommen bin. Kein Platz. Aber der Vincent hat Pläne. Ich habe Pläne. Ihr werdet es irgendwann beim Rear fahren, sobald es läuft. Mehr sei noch nicht gesagt. Genau. So, jetzt zeige ich euch die Sachen, die ich mir gegönnt habe. Und ganz am Schluss gibt noch ein Gewinnspiel. Also dranbleiben. Angefangen war ein Tausch mit dem Vincent. Ich habe ihm die vier Games mitgebracht. Einmal Ghostwire Tokyo, Tormented Souls, Man Eater und Martha is Dead. Alles für die PS5. Und dafür habe ich mir mitgenommen einmal das Resident Evil 4. Ist das jetzt ein Remake oder ein Remaster? Bernhard! Der hat doch keine Ahnung. Resident Evil, keine Ahnung. Okay, er hat keine Ahnung. Ich leider auch nicht meine Spielerei. Also so wie ich es verstanden habe, ist es ein Teil Remake, Teil Remaster, irgendwie sowas. Weiß, irgendwo dazwischen. Ist Pay to Win irgendwann mal, weil du dir auf schwer Kisten kaufen kannst, die du findest, und dann kriegst du mehr Heilgegenstände und alles. Jetzt sagst du es mir, wo ich Ja, du hast ja schon getauscht. Ja, jetzt sieht er mal wieder. Getauscht wie in der Schule bei Pokémon-Karten. Sieht er mal, wie der Geschäfte macht. Nee, egal. Alle schwärmen drüber und. Spiel's auf leicht. Mach ich auch. Ja, also dann brauchst du nicht. Alle schwärmen drüber und deswegen habe ich es mir mitgenommen. So, der nächste Tausch. Da habe ich dem Bernhard ein Spiel gegeben, was mir mal ein. Vincent aber. Dem Vincent, nicht dem Bernhard. Der steht da. Macht nichts wie immer. Ja. Mit Vincent habe ich einen Tausch gehabt. Ich habe ihm ein Spiel gegeben, was mir mal ein Viewer auf einer Börse geschenkt hat. Ich kann mich jetzt nicht an den Namen erinnern. Ich weiß nur, dass es mal eine Channel-Spende war. Aber ich weiß, dass der Vincent das für seine private Sammlung haben will, nehmen wird. Und zwar habe ich ihm gegeben das Third Birthday auf der PSP. Ne? Und das schwankt ziemlich vom Preis. Ne? So. Aber ja, Vincent, bitteschön. Dankeschön. Und ich habe mir dafür mitgenommen, viele aus der Szene, sage ich mal, können mit den Zeichentrickfilmen nicht viel anfangen, weil sie nicht wirklich, also, okay, mit viele meine ich den Petendo, ja, der Petendo hat gemeint, er kann mit der Zeichentrickserie nichts anfangen, weil er damit nicht groß geworden ist. Was gibt es sonst von He-Man außer? Hörspiele, die deutschen Hörspiele. Und die gab es ja vorher. Ich weiß nicht, was vorher war und was danach kam, aber ich bin auf jeden Fall mit der Zeichentrickserie groß geworden und habe das beim Vincent hier stehen sehen, diese Eternia Collection. Das sind die Blu-Rays der gesamten Staffel und nicht nur von He-Man, sondern auch von She-Ra. Und es ist eine ziemlich geile Box. Normal würde mir einfach nur eine Blu-Ray oder zwei Blu-Rays oder so ein kleines Set mit einer Amaray reichen, aber hast du ja nicht wahrscheinlich. Nee, immer nur den teuren Scheiß für dich. Immer nur den teuren Scheiß. Und das ist auch ziemlich groß hier. Und Manu von Schutzhüllen, ne? Du kriegst wieder Arbeit hier. Wird auf jeden Fall. Hat er 100 Pro schon mal für irgendjemand gemacht. Ich so ihm, viel wie der macht. Ich habe ihm vorhin geschrieben, ich habe noch keine Antwort. Mal gucken, was er sagt. 100 Pro schon im System. Okay, cool.
Was auf jeden Fall sehr geil ist, ist der Inhalt auch. Da ist, wie gesagt, von He-Man und von She-Ra alle Folgen drauf, der Serie, der Zeichentrickserie, und noch ein Haufen Extras. Ne? Da sind Poster drin, so Konzept-Art-Cards. Ja, irgendwie so wie es aussieht. Konzept, weil du siehst richtig, wie, dass die das abfotografiert haben. Ne? Das ist echt geil. Ein Comic ist drin. Und was weiß ich noch alles. Also, und sie hat auch wirklich Gewicht, diese Box. Also, und sie ist nicht günstig. Also, ich bin zufrieden, wenn du zufrieden bist mit dem Tausch. Absolut. Für meine Sammlung. Das ist Zeug mit nackten Männern. Ist gar nicht meine Welt. Dir gefällt's. Ist ja, doch super. Ja. Steh dazu. Ja. Ist alles gut. Cool. Gut. Bin zufrieden. Gut. So, dann geht's weiter. Warte mal, das könnt mir. Dann, ja, vorhin habt ihr ja gesehen. Das ist meine Gönnung, ne? Habe ich jetzt Full Price im Saturn. Ich wollte mir eigentlich dafür meinen Pfand für Game Geld ausgeben, hätte dann noch ein paar Euro draufgelegt, ne? 3 Euro, ne? Ich hatte ja 57 Euro. Viel Mezzomix. Ja, aber der Vincent hatte das leider nicht mehr da. Komplett ausverkauft, da war der alle zu schnell. Deswegen musste ich leider fremd gehen. Ja. Wollen wir den Laden sagen? Nee, die wollen ja keine Gratiswerbung. Die haben ja Probleme damit, das Unternehmen. Saturn möchte keine Gratiswerbung. Oh! Okay, so, und mitgenommen habe ich mir für meinen Pfand und habe noch 2 Euro gespart. 2 Euro hast du noch fürs nächste Mal. Genau, also 55 Euro habe ich ausgegeben für einmal Hogwarts Legacy auf der PS5. Bis jetzt höre ich auch eigentlich überwiegend Gutes. Du kannst die Spinnen wegmachen, das Spiel ist viel besser geworden jetzt. Man kann die Spinnen wegmachen? Du kannst die Spinnen irgendwie wegmachen. Das ist alles, was ich jetzt übergelesen habe. Du kannst die Spinnen durch was anderes ersetzen. Ja. Achso, ja, aber das ist relativ gängig ist mittlerweile, Gutes. Weil bei Evil West ist es auch so, du kannst die Spinnen ausschalten. Steht ganz am Anfang da. Wenn sie Angst vor Spinnen haben, können sie das ausschalten. Nee, bei mir bleiben die Spinnen natürlich. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, sobald ich dazu komme, das mal reinzulegen. Ist es wahrscheinlich nur noch 15 wert, aber Irgendwo muss das Geld ja hin, ne? So, ja, Hogwarts Legacy. Und das war nicht alles für die 55. Da habe ich mir noch mitgenommen einmal die Joe & Mac Ultimate Caveman Collection. Wird ein bisschen spiegeln wahrscheinlich, ne? Weil es in der Hülle drin. Aber ich denke, ihr seht das. Ja, da sind alle drei Joe & Mac Games drauf von 91, 93 und 94 für, also so wie ich verstehe, die SNES. Ich weiß nicht, ob es auf, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es auf anderen Konsolen Joe & Mac gab, aber soweit ich weiß, ja, sind das die SNES-Ableger. Und das Ding ist jetzt nichts Offizielles von Nintendo, sondern von Retrobit. Ne? Weiß nicht, wie sie es machen, aber sie dürfen es anscheinend. Ja. Und ist ja zum Spielen, das ist super. Nur halt rausfinden, ob es auf dem Retron läuft. Das ist es jetzt nämlich. Das, da gehe ich ein kleines Risiko ein, weil ich zocke ja alle meine Games, meine Retro-Games auf dem Retron 5. Und da muss ich jetzt rausfinden, ob die funktionieren oder nicht. Das schreibe ich schon gleich heute ab. Ja, alles gut. Wenn jetzt sieht es auch schön im Regal aus. Alles gut. Also, meine Pfand für Games für heute. 55. Denke ich, das ist in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz krassen Highlight. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es gar nicht angesprochen im Video. Der Grund, warum du heute eigentlich da bist. Der Hauptgrund. Ein Grund. Du bist der Hauptgrund, aber der hauptgrundige Grund, warum ich eigentlich hier bin, ist, was in dieser Kiste hier drin ist. Hast du es drauf? Sieht man die Kiste? Okay, gut. Also folgende kleine Story dazu. Ne? Ein Freund von mir, der Vinyl-Junkie, der übrigens DJ ist, ja, und den könnt ihr buchen, ja, der geht voll ab, wie ihr hier seht, also der rockt da die Bude. Ich tu jetzt gerade. Weißt du, was er mir erzählt hat? Was hat er erzählt? Baut sich seinen Turntable-Tisch aus Lego. Sobald er es gebaut hat, will ich davon ein Bild. Geil, ja. Also das noch nie gehört, geil. Ja, ich sag ja, der Junkie, ich kenne den schon sehr lange, schon aus der Jugend. Haben früher Musik gemacht und so. Und so. Wenn ihr auch für Hochzeiten oder sonst was, wenn ihr einen DJ braucht, der abgeht wie Sau, dann seine Info findet ihr in meiner Beschreibung. Ja. Und schon mal, Junkie, vielen Dank für was heute hier passiert ist. Und ich sag's euch gleich. Ich sag auch nochmal Danke. Super Deal. Geiles Schaut, Zeug. Er sagt selber, weil es könnte für den einen oder anderen jetzt ein bisschen kontrovers sein, wie ich an was auch immer hier drin ist, drangekommen bin. Ich sag dazu, der Junkie und der Vincent, die sind beide cool damit. So, also. Wie
bevor ich euch zeige, was da drin ist, wie kam es zustande? Der Vincent, der Junkie hat mich angeschrieben, hat gemeint so, ey Ree, ich hab noch einiges an Saturn-Sachen daheim, ob ich Interesse hätte. Nicht so, ich hätte, wenn nur an einer Sache Interesse. Und da hat er mir aber einen Preis genannt für alles, wo ich eigentlich nicht hätte Nein sagen können. Ja? Wäre blöd gewesen. Ich war blöd, weil ich habe Nein gesagt. Nee, du hast es ja weitergeschoben. Ja, aber guck mal, ich hätte ja rein an und für sich das... Du wärst mit Plus rausgegangen, ich behalten können. Wenn ich das, was ich mir hier raus habe, wofür ich jetzt nichts bezahlt habe, ja, wenn ich das ganze Zeug, was er mir, ne, wieder verkauft hätte, ich hätte... Deswegen hast du es ja genommen, weil es halt sich lohnt für dich. Ja? Absolut, ja. So, folgendes ist passiert. Er hat mir dieses ganze Set, was ihr da eben gesehen habt, für einen Kurs angeboten. Und dann habe ich gesagt, ey, du kommst doch aus Karlsruhe, warum gehst du nicht zum Vincent in die Nerdzentrale? Der so, könnte ich eigentlich machen, wäre auch eine Idee. So, und ich so, okay, warte mal, ich kläre das mal eben für dich. Dann habe ich den Vincent gefragt, Vincent, schau mal, alles, was du hier siehst, ja, außer dieses eine Teil, was würdest du ihm geben dafür? Und der Vincent hat eine höhere Zahl genannt, als die er von mir wollte. Und dann habe ich gemeint... Mit dem Teil im Karton. Ohne... Er wollte weniger mit dem genau, Teil im Karton, genau. Als ich ihm ohne das genau. Gezahlte. Mit dem Teil in diesem Karton und alles andere wollte er von mir weniger, als was der Vincent ihm für das, was im Karton ist, ohne das, sondern nur für das andere Zeug. Kapiert man es doch so langsam? Keiner kapiert es, aber du blendest nachher ein. Wir zwei verstehen es und später die Leute auch. Alle sind glücklich auf jeden Fall. So, was gab's für mich quasi? Du hast es vorhin schön gesagt, als Provision. Als Provision, ja. Als Provision. Vermittlerprovision. Ja. Meine Damen und Herren, es geht um eine Sega Saturn in the Box in der Tomb Raider Edition. Ja, ich hab's gelernt, man darf das B nicht aussprechen. Wieso Tomb Raider? Tomb Raider. Der kann nicht lesen. Bam! Tomb Raider, okay? Ja, mega geil. Eigentlich ist das ja nur ein Schuber, ne? Aber ich kann euch sagen, gut, die Box ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber darf es auch. Ist alt, ist schön. Ja, aber die Konsole, wie ihr hier sehen könnt, er hat sogar noch die Original-Tütchen und alles. Also mega. Ich hatte mal eine kleine Saturn-Sammlung am Anfang, habe sie aber abgegeben, warum auch immer. Und als ich das hier gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe so mittlerweile so ein kleines Fable für Konsolen im Bundle, ja. Fing vor allem mit der Need for Speed Underground GameCube, die ich gefunden habe, fing das an und das ist die nächste, die in meine Sammlung kommt. Wird auch eine schöne Schutzhülle von Manuel rumkommen. Und natürlich gab es das Spiel dazu, ne? War ja damals mitgebundelt, so wie ich es verstanden habe, ne? Und auch hier alles drin. Und es hält, ne? Es löst sich nichts. Das ist ja auch gern mal noch, ja. Junkie, mein lieber Junkie, vielen Dank. Von mir auch vielen Dank. Super Vincent, Deal. Vincent, vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Bisschen fuchsig, aber... Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass das ein Problem ist. Ich hätte das Zeug doch sonst gar nicht gekriegt und ich hätte mir das Geld eh gezahlt. Richtig. Mit der Konsole. Richtig. Für dich. Weil genau deswegen habe ich mir gedacht, ich hätte ihm alles abnehmen können. Hätte die rausgenommen und hätte dir das für... Und hätte sogar noch Plus gemacht. Du hättest Plus gemacht, hättest die Konsole. Richtig. Und der Kollege, du hast alles für deinen Kollegen getan und für mich. Du hast an zwei andere Leute gedacht. Und dann darfst du auch was kriegen. Super. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, war geil. Dank euch, dass ihr da wart. Gell? War geil. Und ich bin mal echt, wie gesagt, gespannt, was passiert, damit du mehr Platz hast. Ich hoffe es auch. Ja. Dass es klappt. Also, Leute... Dankeschön fürs Einschalten und ja, wir haben jetzt noch 2 Euro übrig vom Pfand. Egal, ich hab's irgendwo. Schauen wir mal, wenn ich hab noch FIFA. Nein. Okay, also tschüss! Wir haben was vergessen, Vincent. Ja. Ja, vergessen, ihr könnt ja noch was gewinnen. Und zwar zum Mitmachen einfach Hashtag Nerdzentrale. Wenn ihr Bock habt, abonnieren. Wie gesagt, Like. Wenn es geht, bitte keinen YouTube-Channel haben, weil das ist der Gewinn ist für Viewer gedacht. So sehe ich das zumindest immer, wenn man Gewinnspiele macht. Das sollen die Viewer
kriegen und nicht sowieso wir YouTuber, die immer untereinander sich die Geschenke austauschen. Und sowieso immer was geschenkt kriegen, so. Das ist für Viewer. So, so sehe ich das. Also, der Vincent schickt dem Gewinner, den werde ich dann im nächsten Video random mit so einem Nummerngenerator. Nummerngenerator, genau, werde ich das dann den Gewinner ziehen. Dafür muss man nicht volljährig sein, oder? Nö. Nö. Denn es ist eine Figur im Wert von 50 Euro von Keanu Reeves. Keanu Reeves, seiner, wie heißt der? Silverhand in Cyberpunk. Könnt ihr gewinnen. Also, Hashtag Nerdzentrale. Dankeschön, Vincent. Powered by Nerdzentrale. Also, jetzt aber. Tschüss!